Oder wie heißt nochmal? Ja, Feuerfeger. Damit und Doppelkick. Und damit sind wir auf jeden Fall ausgesperrt. Und nicht nur das, warum sieht die gesamte Umgebung hier völlig anders als zuvor? Ich weiß es wirklich nicht. Aber da wir ohnehin keinen Einlass in den Ogunaden finden, wieso schauen wir uns nicht einen Weg um? Fegekick? Fegekick, ja. Als Professor Layton und Luke aus dem Hurengeschäft treten, sondern. Ey, wenn ihr mit dem Typen redet, das ist so ein ekliger Rätsel, das dauert lange. Egal. Ey, wollt ihr das wirklich machen? Ja. Warte, ich kenn diese Schiffe. Warte, was willst du machen? Vertrau mir. Ich will nur was wissen. Guck, er hat kein Rätsel, ich wusste es eigentlich nicht, aber ich wollte das Rätsel. Ob acht Jungs, auf einer Baustelle muss man immer vorsichtig sein. Fehlbar, sie sind wirklich von der schnellen Sorte. Ich kann mir gar nicht an diesen Baustellen erinnern, seit wann ist er schon hier? Hm, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so etwa ein Jahr. Und vielen Leute, da geht die Arbeit so nicht ein. Der Kingstuhl ist weg. Er ist kaputt, ja. Seltsam. Ich könnte schwören, dass die an keine Baustelle war, als wir gerade vorbeigingen. Keine Baustelle? Hör mal, ich weiß, wir sind nicht die schnellsten vom Bau, aber wir tun unser Bestes, Kollege. Ansprüche klopfen kannst du woanders. Ich bin bestätigt hier. Ich bin hier mal. Er sieht voller Lauch aus. Guck, kein Rätsel. Weil nochmal klicken schon. Ja. Achtung, das ist eine Baustelle. Ja. Aber es kommt später ein Rätsel. Das sage ich euch. Von dem? Von ihm. Das ist so ein ekliges Rätsel. Das mögt ihr nicht. Das sage ich jetzt schon. Das ist kein Uhrenrätsel. Nein, das ist so. Okay, das ist so schlimm wie ein Uhrenrätsel. Das sage ich euch. Hat irgendwas mit einer Uhr zu tun? Hat irgendwas mit. Nein, mit dem Schneiden. Schneiden. Ich kenne London wie meine Westentasche, aber diese Gegend ist mir völlig fremd. Kurios. Guckt euch diese Gegend mal an. Klickt ihr mal an? Nein, der ist eklig. Klickt ihr mal, klickt mal einfach. Der ist hässlich. Einmal. Einmal. Wir können auch da. Einmal. Du liebe Güte. Sie sind etwa. Nein, das ist nicht möglich. Entschuldigen Sie bitte, kennen wir uns? Sapalot, ich wähnte mich schon zur Schwierigkeit, als mir der Zylinder ins Auge fiel. Aber mit euch, sie sind nicht hier, viel in hier. Folglich haben wir uns nicht mehr. Ja. Hin fort mit euch, ihr Tier. Sehen Sie, diese Tür ist offen. Interessant, wollen wir doch mal einen Blick hineinwerfen. Guckt euch mal diesen kleinen Wichser an. Soll ich mal den ansprechen? Ist der klein? Ja. Der hat doch ein Rätsel für uns. Wie wird man besoffen? Hallo, ihr zwei. Oh, entschuldigen Sie. Womit kann ich euch behilflich sein? Hm? durch mein Mundkorb. Machen Sie keine Umstände. Es ist nicht so. Oh, bitte geht nicht fort. Es ist nur einsam hier, ohne jemanden, mit dem man Schwarz halten kann. Ja, okay, das tut mir aber leid. Ich schätze deine Anteilnahme, Junge. Nicht viele junge Leute hören auf einen alten Mann zu. Und dabei habe ich nur so viele tolle Sachen zu erzählen. Hör mal zu. Mit meinem Alkoholatem. Oh. Hast du echt gesagt? Nein. Nein. Ach so. Er hat bestimmt Mundgeruch. Okay, so. Wieso? Ach, ich weiß die Lösung. Ein Leben lang leben wir bei uns durch die Stadt, durch die Zeit, Stunden und Tage, Wochen. Und doch fällt uns nicht immer leicht, uns den Verlauf der Zeit gedanklich klar zu machen. Wenn es übermorgen von gestern ein Sonntag ist, welcher Tag ist dann das Vorgestern von morgen? Ich hasse sowas, ich hasse. Markiere den korrekten Wochentag und berühre Antwort. Achso, okay. Wenn das übermorgen von gestern. Was ist denn heute? Das übermorgen von gestern? Ein Sonntag. Wenn das übermorgen von gestern ein Sonntag ist, welcher Tag ist dann Vorgestern von morgen? Achso, okay, warte. Übermorgen. Wenn das übermorgen von gestern ein Sonntag ist. Also das Übermorgen von gestern ist Freitag. Welcher Tag ist dann das Vorgestern von morgen? Warte, wirklich? Wenn das Übermorgen von gestern ein Sonntag ist. Wenn das Übermorgen von gestern ein Sonntag. Na, aber das nächste, die nächste. Welcher Tag ist dann das Vorgestern? Also ich überlege nicht, ne? Ich hasse sowas. Ich hasse das auch. Ich kann das machen. Ich hasse das. Das war Samstag oder so. Vorgestern? Samstag. Nein, Sonntag nochmal. Sonntag ist die gleiche Lösung. Echt? Ja. Warte, echt? Geht man hier von Sonntag aus? Glaub schon, ja. Wenn das übermorgen von gestern ein Sonntag ist. Ja, okay, Freitag. Und welcher Tag ist dann das Vorgestern von morgen? Wenn man von Freitag ausgeht, dann ist es Donnerstag. Sonntag ist das die Lösung. Was ist das jetzt bis hier? Bis hierhin ist Freitag. Freitag. Welcher Tag ist dann das Vorgestern von morgen?
Dann Donnerstag. Mhm. Okay. Sonntag. So. Ich glaube, jetzt falsch. Wie wäre es hiermit? Ja. Ich dachte Donnerstag. Das war Freitag. Das ist aber peinlich. Ich hasse solche Sprüche. Das ist aber peinlich. Ja, ja. Ey, wenn ich den kennenlerne. Wie kommst du auf Sonntag auf einmal? Ich sag dir, mein Gedankenspiel. Ich bin alt. Bist du gar nicht? Oh, dann heißt das, dass ich auch alt bin, also nein, ist nicht. Dankeschön. Das ist meine Antwort. Nee. Warte, hör mal hin. Das ist aber peinlich. Das ist aber peinlich. Mann. Der so ein Wichser, dieser kleine Wicht. Wenn er in Teneva wäre, also in Bremen, sofort verprügelt für solche Sprüche. Ist doch so. Guck mal, die hat den dicken Popo, die kleine da. Was guckst du heutzutage? Lass mich doch, heute bei McFit hab ich auch überall rumgeguckt. Das wollte echt jetzt niemand wissen, ne? Doch. Nein. Mal Zuschauer, wenn ihr es wissen wollt, schreibt mir in den Kommentaren. Das hast du doch schon gesagt, also geht's nicht mehr. Doch, ich hab schon gesagt, die das wissen wollen. Samstag. Samstag. Warte. Nicht abstechen. Samstag. Oder muss die Antwort? Komm jetzt, muss die. Ich überlege nicht mal richtig. Ach so. Ich hasse sowas. Aber du überlegst. Ein bisschen. Sag ich dir. Man überlegt immer. Ich überlege, wie ich überlegen soll. Übermorgen. Philosophie. Ja. Samstag. Jetzt sagst du noch. Ich weiß, Samstag. Hör nicht auf ihn, wirklich. Hör auf den dunklen Mann. Hör auf den dunklen, braunen Menschen. Mhm. Glaub an den Samstag. Samstag beginnt alles. Hör auf, nein, nein. Warte. Ach, bitte Antwort, damit ist die ganze Phase zu vorbei. Antwort. Freunde. Bitte nicht. Das ist meine Antwort. Verdammt. Ja! Das war meine erste Lösung. Verdammt! Ich wusste es! Hä? Oh. 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 Nein. Muss ich verstanden? Ich hab die Woche nicht durchgelesen. Okay. Egal. So ist das Uhr. Du bist aber ein ganz. Nein! Doch! Ich hasse sowas am meisten! Ich hasse Uhrenrätsel am meisten. Du bist mir aber ein ganz schlauer. Ein heller Bursche wie du verdient eine Belohnung. Mundgeruch. Hä? Hey, hier. Warte, ich. Hier, Pfandflasche. Hier, Bier ein bisschen. Was ist das? Ein Bilderbuch. Da, ultimative Lesespaß. Juhu! Das heißt Juhu! Nun ja. Aus dem Alter bin ich raus, aber falls ihr es noch nicht bemerkt haben sollten. Viel stinknormales Bild. Ey, der muss immer kotzen. Vielleicht aber dieses hier ist was Besonderes, weißt du? Etwas Besonderes? Inwiefern? Du wirst beim Öffnen merken, dass große Teile des Buches fehlen. Toll, oder? Oh, danke. Das Bild aber Minispiel. Das. Ich kenn das noch. Das. Juhu! Das sind ja. Lass uns Minispiele spielen! Können wir gleich machen. Das war nur Spaß. Lieber nicht. Das ist geil, diese Story. Spiele da. Damit fleißig Aufkleber und vervollständige die Geschichte. Hier, dieses Diedel. Hier. Aufkleber-Diedel. Für die Leute, die das lesen wollen. Und so. Und so. Bilderbuch. Komplettiere und vervollständige Geschichten. Die du Aufkleber, ja. Berühre Aufkleber, ja. Berühre deine Geschichten, ja. Ich stecke wieder zu entfernen, ja. Du weißt, dass wir es nicht kennen, ne? YouTube-Knopf. Soll ich euch das erklären? Du hast lang gebrochen. Soll ich das erklären? Ja, mach kurz. Warte gleich, wenn das vorbei ist. Ja. Okay. Ja. Blitzer? Eine Pflaume. Lesen wir die Aufgaben sammeln. Insgesamt gibt es drei Geschichten, die du komplettieren. Jede Geschichte ist eingestellt und jeder Kleber ist genau wie eine. Ja. Ich habe bis einmal die zwei Bücher geschaut, das dritte nie. Ja, also das ist auch ein Rätsel, ne? Ja, so teilweise. Okay. Und wenn du alle drei Geschichten passiert etwas Tolles. Man kriegt dann neue Geschichten. Wenn man Orte besucht, also Orte untersucht oder Rätsel machst. Also teilweise zwingt es jemanden. Okay, was ist das? Also das Spiel, man hat jetzt diese Aufkleber, man muss jetzt irgendwelche Aufkleber hier machen und das passt sich dann hier an. Hier einen Baum. Rechts am Wegesrand sage ich einen Baum. Rechts. Eine Pflaumenbaum und hielt eines und hielt dir eine vor. Von mir auf der Straße fand ich ein etwas Violettes. Und gleich links. Ach so. Und gelbes, das haben wir noch nicht. Man kann jetzt weiter. Der ist nicht gelb, Mann. Ich weiß nicht. Jemand, da stand die. Ach so, der jemand und da. Der jemand. Da gibt es jetzt mehrere. Das voll YouTube. Guck, da jetzt kann man mehrere. Ich weiß noch von der Geschichte noch. Cool. Hier war eine Banane oder so. So, da kann man das machen. Was, wenn man keine Sticker findet?
dann kann man es nicht komplettieren. Man muss also teilweise, man muss jetzt wirklich dann alle Rätsel machen. Ja. Hier kommt ein, was denkt? Ja, Papagei, mit dem macht man so Liefersystem. So komische Spiele und damit. Sieht aus wie ein Spielzeugauto. Da hat Kapi mitgemacht bei diesem Auto. Kapi? Er hat da teilweise mitgemacht. Er hat, so offscreen habe ich da so gespielt, durchgezockt. Habe ich ihn mal gefragt. Ach so, er hat im letzten Wetten was. Nein. Er hat da mitgemacht. Man muss da irgendwie so komplizierte Wege aussuchen. Erstmal untersuchen. Wusste ich irgendwie da auch. Das sieht verdächtig aus. Genau, so gezeigt das. Hast du die Lampe angeklickt? Welche Lampe? Gibt mehrere. Klick einfach alle. Such doch Stickern. Stickern findet man jetzt nicht so. Doch, die Wand. Ey, klick auf die Flasche. Die Wand ist voller Sticker. Was sind das hier? Fotos? Das ist ein Foto. Aha. Dankeschön. Nochmal ansprechen? Nee. Und du? Kleine Franzose, willkommen, meine Herren. Bitte fühlen Sie sich sowieso. Oh, hier, Ihr Zylinder. Ach, das ist ein Mann. Ja, guten Tag, die da. Ha! Ich schwör. Ja, was denn? Ich dachte die ganze Zeit, dass ein Mann ist. Ich wusste das auch, dass eine Frau ist. Diesmal schon. Guten Tag, die Dame. Dieses Kaffee ist ein wahres Geschmuckstück. Was hat er denn gesagt? Er dachte, das war ein Mann. Wie heißt die? Anita? Ja. Die sieht auch wie ein Mann. Hallo? Guck doch mal die Haare an. Ja, Franzosenhaare, aber trotzdem. Eröffnung nun. Ich führe dieses Kaffee auch seit ungefähr 3 Jahren. Aber den Laden selbst gibt es schon länger. Mittlerweile müssen es so um die 50 Jahre sein. Ich verstehe nur noch eine weitere Frage, wenn Sie erlauben. Wohin bin ich ja vorbeigekommen und sah dieses Café geschlossen? Wieso öffnen Sie jetzt abends? Geschlossen? Sind Sie sicher, dass Sie mein Lokal meinen? Ich öffne das Kaffeehaus am frühen Morgen. Die Leute rennen mir so früh zwar nicht gerade die Bude ein, aber das wäre ja. Aber ein kleiner Tipp, wenn ich Sie wäre, würde ich den Zylinder so schnell wie möglich loswerden. Mein Hut? Aber wieso das denn? Ich spare Ihnen die Details. Sagen wir, der Zylinder könnte sich in Schwierigkeiten bringen. Ja, da hat er auch teilweise recht. Ich kenne mich mit der Story ja teilweise aus. Mhm. Ich kenne mich echt damit aus. Ich konnte euch alle vollspoilern, wenn ihr wollt. Oh. Und auch diese Gegend ist mir völlig fremd. Ich bin sicher, dass er noch nie jemand war. Luke, ganz offen, sie geht es hier etwas vor sich, dass ich noch nicht durchschaue. Guck mich nicht an, muss die. Warten Sie, ich habe eine Idee. So komisch aus, als klingt man. Aber, vielleicht haben wir die Uhrlein auf der anderen Seite verlassen, aber. Und haben es nicht gemerkt. Danach sind wir dann logischerweise einen anderen Weg gegangen. Nein, das kann nicht stimmen. Luke, als wir den Uhrenladen verließen, da gingen wir durch dieselbe Tür, durch die wir danach betreten haben. Ich bin mir absolut sicher. Sie haben wohl recht, Professor. Aber wieso sieht dann bloß die ganze Stadt so verändert aus? Vielleicht wirft uns unsere Umgebung mehr Licht auf die Sache. Lass uns die Nachbarschaft nur mehr erkunden. Der Typ haut gleich ab. Was ist? Ich hab nichts getan, ich schwöre. Ich weiß rein gar nichts. Alles in Ordnung, mein Herr. Sie versinken ja geradezu in einen Schweiß. Wie wär's mit einem köstlichen Kräutertee? Oh nein, sag mir jetzt nicht wieder Tee. Na, man macht nichts mit Tee hier. Dachte schon. Mit den Schuhen, dieser Schwitzen, fährt er. Auf nie mal Wiedersehen. Was denn? Immer Tee. Und da hat er es aber. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier eine Menge Leute gegenüber Matthew halten? Das sieht aber durchaus, obwohl ich nicht verstehe, warum. Vor allem Kopfbedeckungen. Fortsetzen. So betont. Du hast ein Schwein, du. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso jemand von ihnen Ich hab bisher keine Türken hier gesehen! Ich erinnere mich mit Tee. Yeah. Muss man so Ja, so Kräutertee. Ja, da hustest du. Nein. Ich weiß nicht. Das stimmt wirklich. DR macht und R, ne? Ey, ja. Das Spiel ist rassistisch. Es gibt keine schwarzen Menschen, es gibt keine weißen Menschen. Doch, weißen Menschen sind aber keine Türken. Warte. Was heißt immer Türken? Man muss Muslime sagen. Muslime? Ob wir die... Glaubst du, Asiaten? Ja, okay, ist ja gleich Asiaten. Zahlreiche Personen in dieser Stadt scheinen noch scheinen von dem Anblick des Professors in kopflose Panik zu geraten. Was genau im Professor jagt Filmerin solche Angst ein, erscheint etwas mit den zu tun dabei. Wer ist das hier? Luke. Wer ist das hier? Layton. Ein Agent. Wer ist das hier? Ein das Agent. Ist diese komische Frau. Professor. Wer ist das hier? Das ist der Verrückte. Das ist der Professor. Das ist der Professor. Ja. Nein, Professor Layton ist das hier. Nein, wir reden von dem anderen dieser Verrückte. Ja, und wer ist das hier? Der Zukunftslug. Ja. Die weiteren Geschehnisse. Ich hatte recht. Ja. Nein. Nein. Der war so. Keine Ahnung, ich hab einfach nur gerade. Nein, es war richtig. Ja. Aber. Das ist ein Geheimnis. Oh mein Gott. Er weiß das schon. Da kann man rein. Da wartet eine Biene auf uns. Mit einem Rätsel? Nein, die Sticker? Die sammelt die Rätsel für uns.
Ach so, wie die, ja, die mit den Häuschen da, diese Oma? Ja, ja, die Oma ist irgendwie auf Reisen. Eine Biene? Ja, eine kann Biene. Kann sie reden? Ja, die kann reden. Lass, ihr geht, ist das schmutzig hier. Und die faulige, nein, die redet wirklich. Die faulige Blume dort zieht schon ungefähr ungeziefer an. Na, na, mein Mädchen. Mit dieser Blume hat es aber mehr auf sie, als du glaubst. Wie, versteckt sich da jemand im Schatten? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Nun, eines steht fest. Wo Rätsel sind, da bin ich auch. Ja, das ist sie doch wieder. Ach, sind das? Ja. Jetzt erkenne ich sie wieder. Ja, aber ich meine, warum? Wie bitte? Kennen wir uns etwa? Sie ist auf Reisen gegangen. Warte, wir werden es gleich sehen. Was mit der Biene? Nein, nun, kann, dann will ich den Flug vorstellen. Von euch steht die bildschöne, hellseherische, begabte Oma Enigma in rosiger Frische. Ihhh, rosig? Ja, rüstig, würde ich sagen. Er hat sie gedisst. Aber Luke, wo sind meine Manieren? Ey, das hat er wirklich gesagt. Rüstig, ja, heißt so. Ja, und? Wichser. Das kommt aber so un... Eine Dame, ein... Unnötig, meine Damen, ja, macht ihr doch nicht nachtreten. Ist euch die, ist hier euch aufgefallen, wie viele Rätsel auf dieser Welt gibt? Wie viele Enigmen? Enigmen? Rätsel, die euer Köpfchen zum Qualm bringen. Rätsel, die euch den Schlaf rauben. Selbstverständlich, aber... Und die Rätsel, die ihr vergesst, was geschieht wohl mit den... Die, lass mich dann. Es brennt. Wo ein Rätselchen spaziert, wo es keiner löst. Fragt ihr? Nur zu schmieren, natürlich. Erfolgen, gut, süß ist denn. Halt, stopp, keine... Halt, stopp, keine... Haben sie jetzt keine... sich in eine Biene verwandeln? Der ist doch bestimmt... Die ist kein Transformer. Transformer. Dann, weil die zu mir kommen, aber das wird sich in der Zukunft ändern. Was? Ich mag ja frisch wie der Frühling aussehen. Aber die Jüngste bin ich nicht mehr. So im Vertrauen. Aber so ganz undiplomatisch auszudrücken, die Sache hier hängt mir zum Hals raus. Viel. Wirklich? Ja, ich würde wirklich. Ich würde sagen, ich habe mir meinen Rätselhüte. Hüttenhüterinnen Ruhestand redlich fertig. Rätselhüttenkäse? Was? Aber sie dürfen nicht aufhören. Was soll denn auf all diesen Rätsel werden, die wir zurücklassen? Oh ja, soll etwas heißen, dass ihr ohne mich in der Bedrohle steckt? Da, dass ihr mich gar nicht braucht? Auf allernötigsten brauchen wir sie. Jawohl. Und der geplante Gentleman mit dem schicken Chapeau, was sagen Sie dazu der Sache? Chapeau, ich bin verliebt der Meinung meines jungen Begleiters. Ich bin verliebt. Du hast falsch gelesen. Was denn? Wie hat man das geschrieben? Chapeou. Euu? Euu. Nicht Eau? Eau, ja. Chapeau. Aber Gott. Ergrimmt euch nicht, ihr Leute, ihr Lieben. Euer Werten, ihr... Was? Eure Werten, Wünsche liegen in der... Ja, ja. Ey, Kassik, überschwimmt, das reicht doch langsam. Okay. Habt ihr gerade die Zähne gesehen? Dann werdet ihr schon herausfinden müssen. Wenn ihr erstmal einfach Rätsel verpasst, verloren, vergessen habt, kommt einfach nicht. Und jetzt, pardon, meine großen Nymphen, ich werde mir... Ah. Puh. Weil wir uns wiedersehen. Was durchaus können, ja, ja, ja. Enigma, adios. Ich meine, einfach eine bizarre Konversation. Ja, lass uns einfach später hier zurückkommen. Einverstanden? Das war nur mit der Biene? Ja, jetzt ist die Biene als aber Vertretung. Aber diesen Brummer dort bei der Blume will ich trotzdem nicht allzu nahe kommen. Biene ist eine Vertretung. Ja, ich will den Brummer hier anklicken. Das geht ja nicht. Das kann man später dann machen. Nee, klick mal, wir machen das drauf. Man kann später. Hier, guck mal, Kacke. Das ist Erde. Das ist so. Erde in Kacke verschmolzen. Das gibt es auch. Was denn das hier passiert? Die Bushaltestelle ist ja völlig raffiniert. Yay. Yay. Münze, 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 Münze. Fahrrad. Ja. Münze, Münze, Münze. Da wo das Gas kommt. Hey. Das Gas. Wo diese Ruhe. Ich hab sonst gibt. Ich soll an die Bushaltestelle klicken. Ja, ich mach's einfach. Die Bushaltestelle sieht aus, als würde sie jeden Moment in ihre Einzelteile zerfallen. Ja, aber als ob sie jahrelang nicht mehr zu gehalten worden wäre. Aber wie kann das sein? Als wir eben ankamen, sah sie doch vollkommen in Ordnung aus. Versteht es? Schau, das ist ein Zettel. Das reicht doch langsam. Die widersprechen immer alle. Sagen sie, das sah aber davor so aus. Die können sie akzeptieren. Mal sehen, was dort steht. Nun? Ich kann nicht lesen. Tut mir leid, Layden. Jetzt verstehe ich noch ein Bahnhof. Jetzt verstehe ich noch einen Bahnhof. Warum redest du, Luke? Hier steht, dass der Busverkehr eingestellt wurde. So wie die Bushaltestelle aussieht, wundert man das nicht. Ja, aber das Unglaubliche ist, dass das Datum auf dem Zettel 5 Jahre in der Zukunft liegt. Wie bitte? Luke, das muss ich mit eigenen Augen sehen. Sind nur 5 Jahre in der Zukunft? Professor, mir schwankt da nur gerade... Nur 5 Jahre? Das sieht so aus, als ob die 50 Jahre weg wären.
Fortschritt, Leute. Ist es möglich, dass wir in der Zukunft gereist sind? Nun, einiges lässt sich den Schluss zu, dass wir nicht mehr in diesem London sind, das wir kennen. Wie auch immer, ich denke, es ist noch zu früh für voreilige Schlüsse zu. Mal sehen, was wir noch beim Erkunden dagegen herauskommen. Postbote! Sind da mit großem Hut, sind sie nicht zufällig Propsoleten, oder? Da bin ich tatsächlich. Glaubst du an den Augen? Was? Was? Nein. Sonnenbrille oder sowas? Eine Brille. Yes. Na, das ist ein Wasserhahn. Siehst du? Ey, seine Nase ist echt ein Wasserhahn. der ist gefährlich, hat Marble hier. Da bin ich tatsächlich, mit dem habe ich das Vergnügen, Werte, ja? Rote Augen, richtiger Insekt. Richtig Bleach-Auge hier. Das ist von geringer Relevanz. Was wirklich zählt, ist, dass ich einen wichtigen Brief für sie habe, aber bevor ich ihn gebe, muss ich ihn wieder. Ja, genau, da habe ich ein Rätsel vorbereitet, also. Mit Uhren. Ich stell doch mal vor, unsere Gesellschaft würde uns jedes Mal ein Rätsel geben. Tetris! Nein, ich hasse Tetris! Das ist ganz simpel. Nein, lass uns das mal machen. Wollt ihr das machen? Ja. Okay, kommt. Ihr könnt das auch hier. Hey, das ist ja er. Ihr könnt es auch drehen, wenn ihr wollt. Oh, okay. Dadurch wird es ja viel schneller. Das geht schnell dann. Ja, mach mal nach unten. Mhm. Da kommt was anderes hin. Mach mal das zweite jetzt da. Ja, das steht noch nur. Lies mal vor, bitte. Nanu, da fehlt noch was. Kannst du die Form des Hutes auf des Professors Haupt vollständig mit diesen fünf bunten Klötzchenteilen ausfüllen? Du kannst die Teile dazu auch noch umdrehen und spiegeln. Spiegeln? Man kann sie spiegeln, ja. Wie denn? Das so? Ja. Oha. Das ist aber wichtig für das. Ja, ne? Mhm. Das ist ja viel schwieriger. Mhm. Du gibst jetzt ja schon ganze Tipps. Ihr sagt nur nein oder ja. Okay, warte. Was ich jetzt schon sagen kann, ist das grüne Teil da oben. Muss ganz unten links. Ja, was er nicht also richtig, was er dann gemacht hat, dann kommt es dann da. Wie drin? No. Du musst in den Ecken halten. Dann so, ja. Ja? Du hast ein bisschen so. Zu weit. Nein. Ah. So, ja. Vergiss nicht, du kannst auch spiegeln. So, okay. Nein. Geht wohl schlecht. Ja. Mach mal Spiegel vergessen. Kannst auch spiegeln. Nein, das hier ist Spiegel. Ja, so. Mhm. Nein, ich meine das hier ist Spiegel vergessen. Kannst nicht, mach mal hier hin. Spiegel. Ja, ne. Hier hin. Ja. Du musst ja. Hoch. Du kannst noch. Du musst das halt jetzt da wegnehmen. Aber jetzt kommt das Problem. Ja. Dreh das. Darf ich mal, glaube ich, kann das noch. Das ist falsch bestimmt. Und das sauber. Sowas ist eigentlich richtig schwer. Wenn man das Spiegel vergeht auch noch. Ist so halt. Ist das richtig? Was, ich muss mir gerade überlegen, wie es dann war. Das ist bestimmt falsch. Das muss ja eh irgendwo. Geh mal her, das bitte. Muss mittendrin sein. Lass mich mal machen. Irgendwie so. Hm. Glaubst du? Das kann nicht an den Seiten sein. Spiegel geht verkehrt. Ja, aber dann. Spiegel verkehrt. Du hast meine Idee. Muss links sein, es muss links sein. Probier was aus. Hier, du wolltest mich verarschen. Nein, ich habe gerade was. Kannst du auch eigentlich da machen. Ist ja nicht genau das gleiche. Okay. Müsste. Ich muss mich jetzt wieder erinnern. Ich glaube, das muss ganz nach oben. So halt gedreht. Damit das da alles füllt, das da oben. Ja. Könnte sein, also. Ja. Ja. Doch, okay, und dann das nein, da, das wahrscheinlich dahin. Das dann wie dahin. Da rein mal. Geht es nicht. Ah nein, geht nicht. Oder doch? So. Ja? Nein. Das ist ein Spiegelverkehr, das ist ein bisschen dumm. Ich hab das am Anhieb dort sofort geschaut. Was ist los jetzt? Ey, das Teil muss irgendwie sofort rein, das merkt man schon. Ja, weil das ist das Größte. Ja, das ist das Größte. Aber in der Mittelbrücke ist es auch ein bisschen schwierig. Dreh.
gemacht? Ja genau, drehen, drehen. Warte. Du? Warte. Ich hab keinen Bock mehr. Nach dem Rätsel machen wir ja kurz Pause dann. Wollt ihr irgendwas zu trinken gleich? Ja, vielleicht. Ich muss aber auch gleich gehen, ne? Mediamarkt. Okay, okay, soll ihr mitkommen? Wenn ihr wollt. Warte, aber nehmen wir danach weiter auf. Da will ich immer nach Hause. Muss sein. Ja, wir können ja gucken, wann der Bus kommt, noch können wir den noch nehmen. Also, ich sag mal, rechtzeitig schaffen. Und nicht, dass wir. Ein paar können wir noch aufnehmen. Ja, okay. Shit. Ups. Ich bin mir wieder so schnell müde. Hey, willst du wirklich das Grüne da haben? Keine Ahnung. Ey, so geht's auf, ja. Weil. Warte. Nee. Kann nicht. Geht nicht. Was? Ey, dieses Rätsel ist so dämlich. Ja, irgendwie so muss es dann sein, aber nur anders gedreht halt, ne? Könnte sein. Ja, kann ich auch machen. Aber das ist das gleiche oder nicht? Nee, das ist das gleiche, ja. Das ist gleich nur spiegelverkehrt. Ich finde, du sollst erstmal die ganz obere und ganz untere vollständigen. Halt so. Oder etwas, wo wir ganz oben haben. Irgendwas war mit diesem Teil. Hm. Ich kann mal eigentlich nur ausprobieren. Ist auch so. Nein, es wird. Kann nicht so sein. Lass mich mal kurz. Doch. Wirklich? Warte, doch, mach mal wieder so. So, ne? Ja, Spiegel? Nein, mach wieder zurück, die andere Form. Ich meine, also dreh das wieder um. Bring mal das da hin. Wo? Bring mal das da hin. Hier. Ja, so. Oh. Ja, nein. Ey, wie ich das hasse jetzt schon. Einfach doch rüber machen. Einfach alles rauf. Darf ich mal was? Warte. Oh. Ich hab langsam keinen Bock mehr. Das darf nicht so sein. Machen wir mal so. Hier. Machen wir hier rein. So. Das geht schon nicht. Das geht so nicht. Nein, wird nicht gehen. Ich weiß auch schon. Mach mal vorne. Ich glaube, ich auch. Warte, wir machen das im nächsten Part.